Oh Gott, deine Stimme. Tag? Ja, wir haben jetzt Tag. quasi 3:22 Uhr in der Nacht. Ja, wir müssen ein wenig vorbereiten. Das haben Ja. wir ja schon mal erzählt, glaube ich. Wollen wir hoch zur 1? Yep. Ah, dementsprechend sind wir halt ein bisschen ruhiger, weil wir halt ein bisschen müde sind. Aber ich bin froh, dass wir momentan nur ein Let's Play haben. Ja. Ja. Was denn? Hier steht ein Funkmast. Ob wir den zerstören können? So. Noch mehr Platz im Inventar. Sehr schön. Okay. Oh, hier liegt ein Typ. Faules Schwein, ey. Nur um schlafen. Aber echt. Arbeiten musst du. Oh, hier liegt noch einer. Ja, kein Wunder, dass sie verloren haben, wenn die nur den ganzen Tag rumsitzen hier. Die wissen wahrscheinlich gar nichts von ihrem Glück. Wo ist die 1? Die ist weiter unten. Ja. Sieht aus wie eine Tankstelle. Ja. Einmal super und dann einmal Snickers. Nee. Hier Das ist ist wieder ein ein Polizei. Schreiben, aber ich kann es nicht auch rausnehmen. Das ist bestimmt von der Mission irgendwas. Oder es liegt einfach zur Deko da. Ja, aber das wäre doch zu viel Aufwand, oder? Nö, ich habe schon öfter Schreiben hier rumliegen sehen. Aber in einem Auto, was kopiert und eingefügt wird? Ja, komm, alle sehen gleich aus, machen wir was anderes. Wahrscheinlich. Oh. Hier gibt es immer so viel Loot, so viel Munition, dass man alles mitnehmen möchte, ne? So, ich mache jetzt erstmal was. Ich will jetzt erstmal Modeschau. Kannst dann übrigens hier drin auch looten, ne? Ich habe die Tür aufgemacht. Achso, das brauche ich nicht. Na, gehst du auf? Pff, ich krieg die Tür nicht mehr auf. Ich guck mal, was da hinten ist. Mach du deine Modeschau. Ja. Hier sind wieder Gegner, oder? Ich höre was. Zwei Beute. Hier steht ein LKW. Ah, und ein Gegner irgendwo, der mich gesehen hat. Ich bin aber. Ich kann ihn gar nicht sehen. Wo ist der? Ich hoffe, dass es nur der eine war. Ja, das war's schon. War nur ein jämmerlicher Roboter hier. So. Gott, wie viel Make-up ich habe. Ja, so safe habe ich auch sehr viel. Wenn man, obwohl bei dir kann ich es verstehen, du bist eine Frau, aber bei mir. Weißt Schöne pinke Ohrringe. Ach man, diese Nase juckt als heute den ganzen Tag. Ich loote ein bisschen weiter hier ganz alleine ohne dich. Ja, viel Spaß. Hab ich. Oh, ich habe Granatenwerfer gefunden. So. Ich komme schon. Mal gucken, wie ich dir gefalle. Ich sag dir nicht, wo es ist. Mi, 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 mi. Nein, ich habe sowieso nichts gefunden. Also nur Munition.
Gott. Wie siehst du denn aus? Sehr schön. Ja, finde ich auch. Sieht sehr schön aus. Finde ich auch. Hast ein Huhn sein oder ein Hahn seinen Kamm abgerissen, ha? Das ist der neueste Schrei. Das hatte noch nie jemand diese Frisur. Nee. Vor allem nicht in dieser Zeit, ne? Das war damals ganz selten. Erzählt er mir hier was von Looten? 90% der Häuser kann man nicht rein. Es war nur ein Haus, wo man nicht rein kann. Ja. In die anderen muss man sich reinbacken. Ich komme nicht mehr raus. Nee, da. Reinbacken, nicht rausbacken. Ich gehe mal zu 2. Ja, ich entferne meinen Punkt. So. Hab ein neues hinzugefügt. Ich laufe viel lieber ohne Licht. Ich weiß nicht warum. Aber die Nacht dauert echt lange, ne? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also es wird schon lange nicht mehr Tag. Irgendwo ist die Tage sind recht kurz. Wurde es überhaupt schon Tag? Jetzt bei der Aufnahme einmal, ne? Also bei der Aufnahme oder bei der Session? Bei der Session jetzt. Ja, ein oder zweimal. Oh, ich hab's gefunden. Tag. Dahin ist es. Dahin ist es. Scharf, soll ich snipern? Kannst du, aber ich sehe nicht, ob da überhaupt einer daneben ist. Ach, da blinkt's. Glaube ich, muss aber näher. Das sind gar keine Gegner. Ich weiß nicht. Ja, sicher ist sicher. Tür. Oh, super, kann man gar nicht rein. Gibt's eine Beute zu holen? Ich glaube, hier ist dieses Spinnengerüst, was ich damals von dem Bunker gesehen hatte. Spinnengerüst? Ja, wo ich gesagt habe, ach guck mal, da steht eine riesige Spinne auf der anderen Seite, weißt du noch? Keine Ahnung. Da waren wir das erste Mal bei diesem Militärbunker in dieser Station. Ach, bei der kleinen da, wo wir nicht so oft so lange rein, so weit rein konnten. Aber das erste Mal. Ja, wo wir nur in die Vorhalle da rein sind. Ja. Jetzt mal im Ernst, dass die Leute nicht mal Zeit hatten, alle den Fernseher auszumachen, ne? Was? Dass die Leute nicht mal Zeit hatten, alle den Fernseher auszumachen. Das an Strom kostet. Ja. Das will ich auch nicht bezahlen. Oh, da ist noch einer. Munition. Na, wo hast du denn gegengeschossen? Was? Antenne zerstört. Irgendwas gefunden? Nichts Brauchbares außer Munition. In dem Haus ist auch nichts, gar nichts. Also hey, das ist mal anders eingerichtet. Nee, in so einem Haus waren wir auch schon mal. Ja? Ja. Das hier geht nicht auf. Hä, ich kann nicht dahin. So ein Mist hier. Fall als aber es kann sein, dass wir weiter nördlich in Schweden sind. Da sind die Nächte wirklich länger.
Aber doch nicht so lange, oder? Weil es wie bei der letzten Aufnahme war es nicht Tag, davor war es nicht Tag. Mhm. Ja, Nordskandinavien ist ja. Kann recht lange düster sein. Ich laufe in die falsche Richtung. Was möchtest du jetzt? Wissen, was das für ein Sendemast ist. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst mit dem. Ja, okay, das war, glaube ich, das Ding. Haben wir von, ganz weit gesehen, ne? Ja. Ja. Wollen wir da hoch mal? Vielleicht gibt es da irgendwas. Ja, ich bin schon auf dem Weg dahin. Bin hinter dir. Wäre cool, wenn man da oben drauf könnte und dann mal richtig rumgucken könnte, ne? Ja, das stimmt. Oder mit einem Gleiter runterspringen. Du und dein Gleiter. Ja, ja. Radarstation Meska. Oh, die Tür steht auf. Ist aber nett. Ja, finde ich auch. Oh mein Gott, ein Gartenzwerg. Den kann man mitnehmen. Oh. Da müsste man mit der Shotgun mal drauf schießen, ob da irgendwas passiert. Unten an den Stromkasten da. Weil mit der Shotgun kriegst du ja fast. Oh, hier liegt einer. Der hat Munition und Bandagen dabei. Hinterm Häuschen. Nee, passiert nichts. Da hinten ist der Leuchtturm. Boah, sieht das geil aus. Ja, wir sind schon weit gelaufen. Ja, schon. Ich habe mal einen Wegpunkt gesetzt. Die 1. Da, wo du die hingesetzt hast, das führt ins Nichts. Quasi mitten auf dem Feld. Oder was? Ja, die führt mitten auf dem Feld irgendwo. Ja, ich habe einfach nur so einen Anhaltspunkt für die Richtung dahin gesetzt. Alles gut, alles gut. Aber hier ist auch nichts. Man kann hier nirgendwo rein. Da hinten in den Häusern war es auch noch nicht. Was? Da hinten schwebt was irgendwas in der Luft. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Wie so ein Mast oder so. Sieht aus wie ein Satellit. In dieser Höhe? Keine Ahnung. Lohnt sich. Oh, hier gibt es einen Unterschlupf. Das ist doch schön. Es könnte auch ein Auto sein. In der Luft. Nein, das ist Superman. Ein Vogel, ein Flugzeug. Nein, das ist Super Richie. Kommt zu dich, gefliegt. Gefliegt. Super Kennst Richie. Du den auch nicht? Nee. Hm. Super Richie hört sich an für mich wie so eine Katze. Hey Richie. Hm. Oh, ein Toffali. Puh. Was denn? Nichts. Looten, 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 looten die ganze Zeit, aber. Das ist irgendwie voll nervig. Ja, man kommt irgendwie nicht voran gerade. Das ist ein bisschen. Du hast was von einem Unterschlupf erzählt. Ja, hast du es nicht gefunden? Nee. Die Hütte da. Und da war es nicht. Hier diese kleine Gammelhütte. Die hier oder was? Da, die da hinten. Auf der anderen Seite. Da genau. Die da hinten. Ich muss hier jetzt ins Haus. Ich kann das jetzt nicht anführen dahin. Aber du brauchst ja keinen Führer. Nein. Ich kann selbstständig tun.
Bist ja alt genug. Hm. Aber jetzt mal im Ernst, hier gibt's wirklich nichts. Das ist doch... Das ist doch Kacke. Hm. Kacke. Oh, hier gibt's eine Waffe. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Das hier gibt's wirklich eine Waffe. Sogar zwei. Alter. Springst du die halbe Bude in die Luft. Hier gibt's sogar zwei Waffen. Das war kein Scheiß. In der Toilette hinter der Tür. Also im Bad. Hinter der Tür. Silvester hier. Da wir die Dinger eh nicht benutzen, habe ich sie alle weggemacht. Ja, ich feiere damit jetzt mal ein bisschen, weil die nerven nur. Wie gesagt, hinterm Haus, hinterm Haus, sag ich, im Bad, im Haus gibt es zwei Waffen in so einer Kiste. Okay. Ich gehe mal da vorne hin, da gibt es wie so ein Steinehaufen. Kannst du gerne mal gucken. Hier sind Reifenspuren. Ja, Level 1 Waffen. Toll. Echt? Ja. Hm. Liegt wohl an dir. Ja, die wollen dich auch nicht überfordern. Ne? Haben sie schon mit einer Level 3 Waffe. Hier vorne gibt's auch nichts. Enttäuschung pur. Was haben wir denn für Missionen jetzt noch? Hilferuf. Questlern. Da ist wieder so ein Steinhaufen. Ja, da ist aber nichts. Södra Saltum an der Küste. Einen Marineschutzstützpunkt zu sehen. Also da ist so ein Marineschutzpunkt, da ist wahrscheinlich ist da ein Funkturm. Guck mal bitte nach Hilferuf in den bei den Missionen. Nach was soll ich gucken? Bei Missionen, bei Log, nach also. Der Mission Hilferuf heißt die. Finde ein Funkgerät und versuche Kontakt mit der Außenwelt herzustellen. Wo denn? Der Küste der Insel Södra Sandholm. Wo ist Södra? Einfach eine Süd unten. Ach so. Södra Sandholm. Küste Westlan an der Nähe, also in der Nähe von Westlan. Da soll ein Funkgerät sein. Ein Marinestützpunkt zu sehen. Im besitzt ja einen Funkturm. Weißt du, wo das ist? Wo? Da. Wollen wir schnell dahin teleportieren? Wenn wir nur reingehen und Dings machen müssen? Ja, ich gehe schon hin. Okay, ich versuche gerade. Da kann man sich nicht direkt hin teleportieren, oder? Nein, nur in die Nähe. Irgendwas explodiert. Sag jetzt, Alter. Die sind alle wieder hier. Die sind alle wieder hier. Einfach rennen, was hältst du davon? Warte, ich muss mich erstmal heilen. Ich bin gerade gestorben. Ja, einfach rennen.
Weil ja, davon haben wir sowieso nichts mehr von denen. Mhm. Zum Glück frisst er die Bandagen hier, dass es so schnell geht. Wortwörtlich. Ja, wirklich. Guck mal, wenn du auf Bandage drückst, dann drückt er sich das gegen seinen Mund oder so. Und es ist ein Essgeräusch zu hören. Ja. Ah, hier ist ein Eingang. Dann lass uns gleich hier rein, oder? Wir wollen doch nicht in den Bunker. Warum? Wir wollen in den zum Funkturm. Ach so, ich dachte, im Bunker ist ein Funkgerät. Ein Funkturm. Was ist das für ein Licht hier oben? Alter, oh, nee. Du dämliches. Machst du? Einfach wegrennen. Da mach ich schon. Oh, mit der Bandage rennt er übel schnell. Nimm doch mal die Bandage, die haben, renn mal. Ah, hier so ist, wie bei Counter-Strike. Hier ist der Turm. Oh nein, ich fall hier runter. Ja, das wollte ich gerade vermeiden. Oh, direkt neben mir sind Gegner. Hier ist doch dieser Dings, oder? Der Mast. Mhm. Hier ist ein Strom. Dingens. Ein Strom. Ein Stromschrank, wollte ich gerade sagen. Oh, nein, nein, nein! Der kommt einfach auf mich zu, oder? Alter, der wirft Raketen ab. Ja. Das sind so Giftraketen. So Gase. Oh, hat er viel dabei. Ja. Ja, wo ist aber dieser... Naja. Dieses Funkgerät. Hier brauchen wir eigentlich nichts mehr zu looten, ne? Nicht wirklich. Ich schätze mal, das Funkgerät ist... Ich würde sagen, wir finden das Funkgerät und beenden die Folge und auch die Session für heute dann, oder? Ja. Wir sind ja jetzt schon mal hier, das sollte ja eigentlich nicht mehr so lange dauern. Aber eigentlich ist immer so ein Wort. Hm. War ich hier gerade schon? Ach, das ist wieder eine Leiche. Ich glaube, ich habe das Funkgerät gefunden. Ja, ich benutze es gerade. Okay. Was war das? Kampf eingetreten. Ich habe gerade... Finde heraus, was den Funkverkehr stört. Ich habe da so einen ganz miesen. Oh. Hey, warte mal. Keine Ahnung. Ah, ich hab's schon. Was war's? Da hing so ein Spinnenviech im Stromkasten. Das Mistding war da vorhin nicht dran. Hä, wo ist es denn?
Okay. Stark verzerrt und auf Russisch. So. Immer noch, oder was? Ja. Zerstöre im Ackerland Lügenmaschinen. Nee, falscher. Hilferuf heißt er. Erreiche den Funkmast. Der Funkmast in Marienburg. Erreiche den Funkmast. So, aufregen. Okay. Den, wo wir schon davor stehen. Laut Karte befindet sich der nächste Funkmast im westlichen Teil von Nora Saltholm. Aber weißt du, welcher Funkmast das ist, wo wir eben waren? Ganz. Oh, da kann man schnell reisen, ne? Ja, das wäre. Wollen wir? Ratzfatz. Ja. Hey, haben wir jemals so eine schnelle Mission gemacht? Naja. Rennen wir schnell da hoch. Machen die Mission fertig und dann Aufnahmestopp. Ja. Ja, ich werde auch langsam richtig müde. Wir haben jetzt 3.49 Uhr. Auf geht's. So. Jetzt ergibt die Gegend hier hinten auch einen kleinen Sinn. Ja, weil ich dachte mir jetzt vorhin, hä, hier gibt's nichts, warum soll man hier hin? Und ich wette, wir müssen dann wieder zurück zum Stützpunkt und... Ja, aber was haben wir jetzt hier? Also... Kann man denn wieder hoch? Was steht denn in der Mission? Log. Hilfe. Wo ist denn der? Ist doch beendet. Hilferuf. Over and out heißt es aber. Jetzt nee. Die neue. Achso, die neue. Erreicht den Funkmast. Funkmast. Wrestling. Wo steht denn, wo der sein soll? Du musst auf der Mission unten auf diesen Kompass klicken. Ah, okay, die Karte befindet sich in der nächsten Funkmast. Die Frage ist, wo ist dieser Steuerkasten von diesem Funkmast hier? Weißt du, der andere hatte ja auch einen. Der hier muss auch irgendwo einen haben. Wahrscheinlich in den Häusern unten, ha? Huh? Ja, das kann sein. Ich guck mal kurz hier unten, ob es hier irgendwas gab. Irgendeine Hütte, die nicht aufgezeichnet ist irgendwie. Ich glaube, hier gibt es nichts. Aber ansonsten war auch kein Funkmast, oder? Das war der einzige, glaube ich. Naja, wenn nicht, ist das dann halt auch okay. Ja, müssen wir dann beim nächsten Mal. Hauptsache, wir haben die eine Mission jetzt beendet. Oh. Hast du ihn gefunden? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach gegen den... Warte mal, haben die anderen Häuser auch sowas? Oder hatte nur der eine das? Vielleicht war es es nämlich schon. Lock.
Okay. Ich dachte, das wäre es wieder, aber was anderes kann ich mir auch nicht erklären. Wir laufen mal hier ein. Also ich laufe jetzt auf jeden Fall einmal hier außen rum bei dem Mast. Ich guck noch mal kurz oben, ob da irgendwas jetzt verändert hat irgendwie. Man könnte auch theoretisch mit Schnellreise als hin und her reisen und diese Munition sammeln, wenn man gar nichts mehr hat, ne? Okay, hier oben ist nichts. In den Häusern war auch nichts, ne? Habe ich jetzt nicht nochmal geschaut. Wenn überhaupt das hier gemeint. Aber was denn sonst? Ich weiß nicht, ob es auf dem Weg hierher gab es da noch. Da gab es da noch einen, oder? Ja, aber im westlichen Teil. Das ist ja ziemlich westlich hier. Westlichen Teil von ist aber nicht, was war hier? Nicht hier irgendwo, oder? Bei der 1. Weil in der Luft schwebt doch auch so ein Stückchen. Hey, ich glaube, das ist nur ein Bild. Ich habe jetzt noch ein Dings abgeknallt da. So ein Steuergerät. So ein Stromkasten, Steuergerät sei schon. Wenn nicht, schauen wir mal in der Militärbasis, ob es geht. Ansonsten. Ja, machen wir. Ich guck noch mal kurz auf der 1. Ich renne da ganz schnell hin. Mit der Bandage in der Hand. Und wenn es da nicht ist, dann teleportieren. Oder du kannst dich ja, wenn du jetzt schon mal dahin teleportieren, bei zur Militärbasis und gucken, ob es da was gibt. Yep. Ja, ist cool, wäre auch halt, wenn man da hochklettern könnte, dann wüsste man es auch. Ist da einer müde? Nee, auch. Erreiche ich den Funkmast. Schnellreise, da lande ich wieder in der Scheune mit den ganzen. Weil da oben ist ja ein Stückchen Funkmast zu sehen. Weißt du, das, was ich in der Luft gesehen habe, was so hing, das ist, glaube ich, ein Funkmast, was in der Luft hängt, so ein Teil davon. Zu zwei. Wir müssen zu zwei. Echt? Ja. Ach, das steht da schon. Lol, wo bist du denn? Ich laufe gerade zu eins. Ist es nicht einfacher, wenn man von da unten... Na, ist okay, ist derselbe Weg. Ob wir jetzt von hier da hinlaufen oder ob wir von da unten da hochlaufen, ist derselbe Weg. Ich laufe einfach mal vor, vielleicht schaffe ich es rechtzeitig, dass wir da... Ja, da ist ein Funkmast, ich kann es sehen. Ragt aus dem Wald. Ich wette mit dir, dann fehlt noch ein Funkmast und dann ist das hier der dritte. Wenn es so ist, dann ist es so, dann gehen wir trotzdem. Machen wir trotzdem ja, machen. Genau. Wenn das jetzt, keine Ahnung, aber jetzt noch ewig dauert, vorstellen. Wenn es jetzt nochmal so 10 Minuten dauert, dann machen wir halt zwei Folgen raus. Weil ich, bei mir dauert 50 Minuten, wenn ich das hochladen will, dann muss ich, also für 20 Minuten brauche ich ungefähr 6 Stunden. Für 50 aber Minuten. Ob du jetzt eine Folge hochlädst oder zwei. Ja, aber dann habe ich einen Tag dazwischen Zeit. Achso. Weißt du, wenn ich dann, wie gesagt, wir können auch eine ganze laden, aber dann muss ich das halt sehr früh hochladen. Also ich werde die so, wie die Dateien sind, von der Session packen und hochladen. Ja, ich musste nochmal bearbeiten, dass sie ein bisschen kleiner werden. Ach stimmt, ja. Audio muss auch, ich ja auch bearbeiten. Du könntest theoretisch versuchen, ich wollte gerade sagen, eins ganz kurz zu schneiden, quasi, so dass du ein paar Sekunden hast und gucken, ob die Audiodatei in Ordnung ist. Aber du musst ja trotzdem einstellen, wie die jeweiligen Lautstärken sind. Aber ich bin jetzt am Funkmast. Zerstör den Tick-Störsender. Ja,
Hier fliegt schon wieder einer rum. Das wird der sein, ne? Oh, ich hab's. Der leuchtet hier. So. Warum muss ich hier zum Auto? Hä, der hat doch gerade das Auto angezeigt, oder? Mhm. Kann ich den Zettel jetzt aufheben? Ne. Oder meint er die Hütte hier? Ich hab's Auto gemacht jetzt. Achso, was war's denn? Wir sollen jetzt den nächsten Bunker betreten finden. Den nächsten Bunker? Warte mal, over and out hier. Da kommt noch ein fliegendes Ding. Und einer, der läuft. Zwei, die laufen. Oh, das sind fünf wieder. Tim? Ich hab mir gerade den Fuß gehört. Ja. Konnte man es jetzt richtig hören? Ja, über die Quest. Oh, man kann nur hoffen, ist auch die Mission geht irgendwie wieder weiter. Da sind wieder Männchen auf der Karte. Man kann nur hoffen. Ja, Bunker Skaven ist da. Da steht man. So, ich höre jetzt nochmal den Funkspruch ab. Ist das der Funkspruch? Ich guck auch nochmal, was da gesagt wird, ne? Flöjtnant Hillemann, det här är Major Boman vid Vesslan. Har en spaningsplaton skickats till masten på norra Saltholmen? Vi behöver veta vad som ligger bakom de här störningarna omgående och huruvida det är förberedelse inför ett angrepp. Vår framgång bygger på er framgång. Jag behöver nog inte understryka detta kort. Okej. Aber haben wir die Mission auch fertig gemacht. Ja, und damit können wir die Aufnahme fertig machen. Ja. Welche auch dafür? Punkerbraut, du. Was? Du Punkbraut. Na, ich bin eine hübsche Punkbraut. Alles klar. Guck mal, wie die Ossis du. Ja. Dann bis zum nächsten Mal zu The Forest. Ja, zu Forest. Bis zum nächsten Mal. Generation Zero. Tut mir leid. Ja, es ist schon spät. Alles gut. Ja. Wir haben 4 Uhr. Nur mal so. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Ciao.